Hunter W und herzlich willkommen zurück zu Sims 4 mit dem Großstadtleben und ja, eigentlich mit Johnny und Toni, aber ich habe gerade hier auch Tamara da, denn wir sind gerade, also Johnny ist gerade mit verschiedenen Leuten hier, was war es denn? Ja, genau, dann auf dem Gewürzmarkt irgendwo. Wo ist er denn? Da ist er doch schon. Der Gewürzmarkt. So, wir schauen mal. Oder ich schaue erstmal ganz kurz, ob es ein Poster gibt. Ja, da gibt es ein Poster. Komm schon. Guck mal, geh mal gucken. Was ist das? Was ist das denn? Keine Ahnung. Nun gut. Irgendwo noch was ich was einsammeln kann. Sehe ich jetzt gerade erstmal nicht. Dann gehen wir doch da. Nee, das auch nicht. Okay, dann gehen wir erstmal. Nobles Oblige haben wir gekriegt. I know is Poster. Perfekt. So, wer ist das? Also vier Bjergsen. Was musst du denn tun hier? Scharfe Speisen essen. Haben wir auch Hunger? Ja klar, wir haben Hunger. So, jetzt gucke ich mal. Was war denn scharf? Tja, wenn ich das wüsste. Bilburi. Keine Ahnung, ich probiere das einfach mal. Und letztendlich ist, glaube ich, auf jeden Fall diese Sachen hier da drüben, die sind scharf. Das sieht aus wie heiß. Curry für das Wettessen auf dem Gewürzfestival. Ah, dreimal an Essensständen bestellt. Das habe ich jetzt verschiedene Stand vorstellen. Oh, stimmt. Er muss sich hier noch irgendwie vorstellen. Wo bin ich denn gerade? Was war das? Achso, scharfe Essen, Speisen. Oh, Moment. Wer ist das? Morgan Fires. Hallo. Bin ich jetzt auch in einem neuen Viertel? Ich weiß es nämlich gerade nicht. Hey, die sieht so richtig gut aus. Irgendwie kommt die mir so gar nicht bekannt vor mit dem, ich glaube, Fitness-Outfit, ne? Dich kennen wir schon, okay. Von Gitarrensolo schwärmen, dann kann ich mich noch ein bisschen den Tag verschönern. Was ist mit dir los? Oh Gott, brennende Würze, wie das brennt. Scharfes Essen kann Sims ganz schön zusetzen. Okay, ich müsste jetzt irgendeinem Freund noch einen Wohnungsschlüssel geben. Tja, wer ist eigentlich mein Freund? Ich weiß gar nicht, wie gut ich die alle kenne, muss ich gestehen. Mit Willi ist er irgendwie wütend. Ich weiß gar nicht warum. Tamara wäre cool. Herzlichen Glückwunsch. Johnny hat die ersten Schritte seiner kulinarischen Reise und so weiter. Ach so, ja. Hä? Wie haben wir das nicht schon? Wir haben doch schon öfters was bestellt. Haben wir es nie aufgegessen? Übrigens, Johnny, du kannst dich mal was anderes anziehen. Outfit ändern. Das sieht ja ganz gleich aus. Oh, mit dir müsste ich mal ein bisschen noch ein paar Outfits machen. Das sind ja lauter gleiche Outfits hier irgendwie. Zieh dir mal was anderes an. So, perfekt. Also, ich kann ihr eine Spende geben von. Ich gebe ihr mal 10 Simoleons. Ich meine, ich weiß nicht, ob das was Gutes ist. Wer ist das? Brigitte Braun. Oh, Festival-Souvenir. Was ist das? Handeln, Festival-Shirts kaufen. Okay. Ich gucke erst mal, was. War sie gerade eben schon da? Ja, das sind ja vier hier. So, was haben wir denn? Chili-Pulver, Curry. Okay, wartet mal. Ich kaufe einmal Chili-Pulver, einmal Curry. Funkenfontäne Gewürzfestival. Safran. Schneekugel, Kühlschrankhase. Seifenblasenflasche. Finde ich ganz, ganz nett. Wasabi, okay. Wirbelfeuerwerk. Das würde ich jetzt auch gerne noch haben. So viel Geld haben wir. Und dann. Vielen Dank und so. Und dann würde ich gerne noch ein Gewürzfestival-Shirt kaufen und tragen. Machen wir jetzt eigentlich eine Brille trägt, weiß ich auch nicht. Das sieht lustig aus. Komm, geh noch mal hin. Okay. Aber warum hat er jetzt eine andere Frisur gleich mitgekriegt? Egal. So, dann gehen wir mal gerade hier hin.
Zusammen bei Curry Herausforderungen mitmachen. Genau, ich bin ja mit vielen anderen hierher gekommen. Das ist eigentlich das Würstchen und Bohnen, Ofenkartoffeln und Tofu-Burger könnten wir hier kaufen. Das ist nochmal irgendwie ganz speziell. So, genau, ich gucke jetzt aber erstmal, was er macht. Genau, die anderen kommen auch alle. Oh, Tamara ist ja auch hier hochschwanger. So, dann viel Spaß bei dem Curry, Gewürze, was auch immer, Challenge hier. Wer schafft es, den ganzen Teller auch leer zu machen? Ui, die ersten Funken werden schon gesprüht und yay! Wir... Oh, guck mal, Tamara nimmt lieber die... Jetzt kriegt nicht das Kind hier, Tamara. Johnny Schwarz ist bei der Curry-Herausforderung gescheitert. Er muss mehr scharfe Gerichte wie Curry, Samosa und Belburi essen, um seine Gewürztoleranz zu erhöhen. Okay. Jetzt braucht er erstmal ein Glas Wasser. Wer ist das? Das ist wirklich John Quinn. Na, in einem ganz anderen Outfit. Hey, cool. Kenne ich den Typen eigentlich? Also kennt er... Ja, kennt die da auch? Das ist die Penny. Und mit der können wir uns mal vorstellen. Ja, ihm ist natürlich immer noch unwohl, weil er sich die Zunge verbrannt hat. Nun, na gut. Was haben wir da noch? Banh Mi, Curry, Hähnchenburrito, Mabo-Tofu mit Schwein und Merguez. Ach, guck mal, das können wir mal probieren. Probieren. Nee, das Curry haben wir, glaube ich, probiert. Probieren wir mal. Wir haben zwar keinen großen Hunger, aber wir können das ganze Zeug so mal probieren, bestimmt. Ja, achso, das macht jetzt eins nach dem anderen. Warte mal, Toni. Toni Traumtänzer hierher bringen, genau. Ich hole sie auch mal mit hierher. Guck nochmal, ob du irgendwelche Poster findest. Oder Schneekugeln. Was macht sie? Sie geht lieber in die Karaoke-Bar. Ich gucke aber trotzdem nochmal um. Kann ich da was anklicken? Ja. Poster nehmen. Oh, sie hat die Singfähigkeit erworben. Ich wusste gar nicht, dass sie das noch nicht hatte. Aber ich sehe keine Schneekugelkiste gerade irgendwo. Okay, dann gehen wir zum Festival. Hat sie gerade Hunger? Ja. So, was können wir denn essen? Oh. Vegetarischer Burrito. Hähnchenburrito. Sie ist ja keine Vegetarierin. Ist das Dominik? Wo ist denn Johnny jetzt eigentlich? Ich sehe den gerade. Ah, da. Fitnessbummel durch die Fashion-Viertel haben wir jetzt gekriegt. Da kommt Toni. Und jetzt auch was zu essen für dich. Also zieh dir nochmal was um, weil das ist dein Arbeitsklamotten gerade hier. Wir können... Was könnten wir denn? Was passt denn so zu dem... Das vielleicht? Gott, ich habe auch noch bei ihr noch voll alte Klamotten. Eigentlich könnte ich das auch mal ändern. Was ist das denn? Ich nehme das dann. Ja. So ein bisschen rundlicher ist sie auch geworden. Aber gut, es wird mal Zeit, dass wir mal ins Fitnesscenter gehen. Was ist das? Nina Caliente. Kennen wir dich schon? Ja. Klopf, klopf, Witz. Ist ja nett, dass du dich mit Summer unterhältst, aber ich glaube, du würdest viel mehr Spaß haben, wenn du hier mit ihr zum Beispiel über Nachbarn ratschen, Brote scherzen, Speisearoma reden. Oh Gott, guck mal, Penny hat jetzt auch das Shirt an. Ach ja, Gewürzviertel. Oder Gewürz... das ist ein nettes Kleid. Gewürzfestival. So, jetzt hab ich's. Die hat sich auch umgezogen übrigens. Was ist das? Das sind auch Burritos. Ne, das sind Veggie-Burger. Und hier könnten wir rein
Warum bist du wütend? Verdrießliches Gespräch, mit wem quatschst du gerade? Mit mir. Nina. Nö, dich mag ich gerade nicht. Also Johnny, wie wär's, wenn du mal hier erntest? Dürfen wir das? Wobei im Appartement haben wir eigentlich keinen Platz für das ganze Zeugs, ne? Schade. Es bringt mir eigentlich gar nichts, die Pflanzen hier zu ernten. Nun gut. So. Toni? Hä? Toni zieht sich ständig um irgendwie hier gerade. Die hatte gerade was anderes an und jetzt schon wieder. Das sieht aber schick aus, Toni. Ah nee, das ist doch gar nicht Toni. Eieiei, Toni, wo bist du? Das bist du gar nicht gewesen gerade. Da sitzt sie. Das war nur, weil sie die gleiche Frisur und auch dunkle Haut hatte, die Anna, ja. Das ist die, mit der ich mich gerade unterhalten hatte eigentlich, ne? Wer ist das? Meine Güte. So viele Leute laufen auch hier rum. So, ich glaube, satt sind wir beide. Oh. Ach, warum eigentlich nicht zusammen Würfe ausprobieren? Wir gehen jetzt nochmal eine kurze Runde hier Baseball. Nein, andersrum. Basketball spielen. Tja, was muss ich eigentlich machen? Jemandes Gesicht beleidigen. Nee, Toni, du kannst doch hier auch... Was? Auch mitmachen, oder geht das nicht? Ja, ich kann gar nicht bei denen mitmachen. Weil sie die Runde nicht mit denen begonnen hat, wahrscheinlich. Ich gehe gerade noch mal Goi Kuan essen. Was auch immer das ist. Wäre ja eigentlich ganz nett mal, wenn ihr dann... Keine Ahnung. So, in einer Stunde endet das Festival. Ja, viel länger wollen wir einfach nicht hier bleiben, glaube ich. So. Ich lasse Toni gerade noch zu Ende essen. Oder bist du schon? Hast du schon zu Ende gegessen? Und dann gehen wir mal nach Hause. In unsere schicke Wohnung, wo wir hoffentlich keine Mäuse vorfinden werden. Oder sonstiges Getier. So, komm, jetzt geh mal. Du stinkst schon, Johnny. Du freust dich mit Sicherheit auf eine Dusche. Was denn? Ich hab doch schon geklickt gehabt, oder nicht? Geh mal. Danke. So, dann gucke ich nochmal, was zu Hause los ist. Wir haben jetzt, ich glaube, es waren 2 Schneekugeln, oder? Nee, ich habe hier keine Schneekugeln. Aber ein Poster hatte ich noch gefunden. Und ja, so, wir sind zu Hause. Oh ja, dann geh mal dich duschen gerade. Toni ist schon im Bett gelandet. Und da kommt mal wieder die Maus. Na toll. Yay, yay, yay. So, also wir haben hier nochmal eine Schneekugel. Das war die Schneekugel-Kühlschrankhase. Oh, die passt hier nicht mehr mit drauf, aber da passt noch eine. Feuerwerk, Wasabi. Ich weiß natürlich jetzt nicht, was ich mit den ganzen Gewürzen wirklich mache. Ich denke mal, ich benutze die beim Kochen, oder? Also, ich muss die nicht irgendwo hier hinstellen. So, das hängen wir mal im Schlafzimmer auf. Und ach so, ich wollte mal gerade gucken. Ich meine, ich hätte auch irgendwann mal was gekauft hier. Euphoriestation. Genau, die... Ach, na, okay. Blubbertron. Ja, gut, das... Ich dachte, habe ich nicht mal mit irgendjemandem eine Leuchte gekauft? Oder war das noch bei Tamara? Geh mal auf Toilette. Warum hat das mit dem Duschen gerade nicht geklappt? Geh nochmal schnell duschen. So, Samstag haben wir. Du musst heute um 10 arbeiten gehen. Dann geh jetzt erstmal duschen. Ich guck nur mal bei Toni, die schläft ja schon.
Die muss am Samstag um 14 Uhr. Okay. Und mein Lieber, versuch nochmal die Maus auszurotten. Oder sollen wir nochmal den Vermieter anrufen? Wir rufen doch mal den Vermieter an. Um 4 Uhr nachts. Da kriegen wir, glaube ich, auch keine gute... Oder? Kommt sie? Das scheint nicht so schlimm und so weiter. Ja, vergiss es, ey. Ich will hier keine Mäuse in meiner Wohnung haben. Muss ich selbst dafür sorgen, dass ich ausrotte. So, es hat geklappt. Anscheinend, dann gehe ich nochmal eine Runde schlafen. Was war das? Hä? Was war denn das? Ich erschrecke mich vor dem Bett. Nee, was? Keine Ahnung. Was auch immer er da gerade gedacht hatte. So. Wir gehen dann mal auf die Toilette. Du hättest ausschlafen sollen. Und auf jeden Fall kannst du danach noch ihr üben. Das brauchen wir nämlich noch. Bella Grusel. Wie wär's mit einer Vorstellung in der Stadt? Bist du dabei? Frühmorgens um 8. Nee, du. Ich bin gerade erst vor kurzem in die Stadt. Also in der Stadt gewesen. Deswegen muss ich gerade mal einen Moment in meinem Apartment bleiben. So, sieht eigentlich ganz gut aus. Dass sie es bald schafft. Johnny, ich lasse dich heute mal zur Arbeit gehen. Geh nochmal, steh nochmal auf und ess nochmal eine Runde. Guck mal, was. Wir haben Pfannkuchen drin. Warum bist du verspielt? Weil ich ein Spinner bin, okay. Alles klar, weil mein Merkmal Spinner ist, dann bin ich öfters mal verspielt. So, wie schaut's bei dir aus? 50% erledigt. Klavier, yay, Level 8. Perfekt. Das haben wir geschafft und dann muss ich das nur noch weiter zu Ende hinkriegen. Also, wir müssen... Ach, guck mal, ich habe doch noch mal ein Poster hier drin gehabt. Ja, es waren doch zwei Posters. Ach, komm schon. Na? Braucht es so viel Platz, das Poster? Oder warum kann ich... Ach doch. Das geht schon. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Poster haben wir schon gefunden. Und 4 Schneekugeln. Wie viel gibt es von jedem? Ich muss mal gerade gucken. Das ist ganz unten, ne? 15 Schneekugel und 15 Poster. Na gut, da dürfen wir noch ein bisschen sammeln. So. Johnny geht zur Arbeit. Und, ja. Oder ist jetzt bereits bei der Arbeit gelandet und... Unsere Toni hat jetzt das auch abgeschlossen. Dann gucke ich mal, wie es ihr noch geht. Sie kann auch noch mal was essen. So, du kannst dir das mal aufräumen. Geh mal. Und was haben wir denn eigentlich drin? Wir haben noch einmal Rührei mit Speck und 2 Pfannkuchen. Dann nehmen wir den Rührei mit Speck. Dann müssen wir demnächst noch mal kochen. Aber jetzt gerade reicht das ganz gut aus. So, wir haben mit 3000 auch eigentlich... Ich sag mal, relativ viel Geld. Kann ich hier jetzt eigentlich... Ah, guck mal, Lied schreiben, lebendige Weise. Das wäre doch cool, wenn du das mal weitermachen würdest. Gelenkt. Während Johnny eine neue Story für seinen Chef recherchiert, stößt er auf eine unheimlich faszinierende Wiki-Seite. Der Chef ruft ihn zu einem umfangreichen Bericht ins Büro. Was sagt Johnny? Ja, improvisiert heute mal. Ja, und dann ist auch die Leistung verschlechtert. Na toll. So, ich glaube, an dieser Stelle sage ich jetzt erst einmal ein Tschüss und Goodbye. Der arme Johnny ist ein bisschen beschämt jetzt. Er kommt um 17 Uhr erst wieder, während dann Toni um 14 Uhr auf die Arbeit gehen wird. Ja, lass es dir gut gehen. Lass mir gerne einen Kommentar hier und oder einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Eure Saginado. Ciao, ciao.